Ja, ihr Lieben, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge an December hier auf meinem Kanal. In der letzten Folge, da wollten wir ja eigentlich schon Akt 4 abschließen, haben wir leider nicht geschafft. Wir nehmen das heute in dieser Folge nochmal in Angriff. Bedeutet, wir bewegen uns hier ja im letzten Bereich des vierten Aktes und wollen natürlich versuchen, da den Boss zu legen. Das heißt, wir sind hier hinten in Sacred Heaven. Das ist im Prinzip das letzte Gebiet in Akt 4 und da werden wir wahrscheinlich auch dann auf einen Boss treffen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dieser Folge und würde sagen, los geht's. So, der Vorteil hier am Spiel ist, ja, dass man im Prinzip in den jeweiligen Gebieten, wo man halt schon aufgedeckt hat, die Bereiche, die bleiben immer aufgedeckt. Die werden nicht mehr abgedeckt. Das Einzige, was halt immer wieder neu ist, wenn man sich praktisch aus dem Spiel ausloggt und wieder reinkommt, dass halt Gegner neu gespawnt sind. Das hat man sonst im laufenden Spielbetrieb so nicht. Da passiert das eigentlich nicht. Aber wie gesagt, wenn man das Spiel halt neu startet wieder, dann ist es halt so, ja, dass die Gegner halt wieder neu spawnen. Das war so ein kleiner Goldgolem hier. Und den haben wir jetzt ein bisschen was bekommen. Da muss man mal ganz schnell ja umhauen, dass man da ein bisschen was ja mopsen kann, ne? Ja, also wie gesagt, Ziel heute ist natürlich, den vierten Akt dann endlich abzuschließen und aller Wahrscheinlichkeit nach halt hinten, wie gesagt, gegen einen Boss zu kämpfen. So war es bisher in den ersten drei Akten zumindest, dass man da am Ende halt einen Bosskampf hatte. Und ich würde jetzt mal stark vermuten, dass das auch dementsprechend ja im vierten Akt nicht anders sein wird. Der Bosskampf, den wir in der letzten Folge gesehen haben, da war er dann doch nicht ganz so schwer wie gedacht. Da hatte ich ja schon vermutet, dass das wahrscheinlich der Endgegner sein, da hätte sein können, war es aber nicht, weil es auch einfach ein bisschen zu easy gewesen wäre, denn die Aktbosse als solche sind schon relativ schwierig hier im Spiel. Also was heißt schwierig, aber nicht ganz so einfach zu besiegen. Von daher bin ich dann nochmal ganz gespannt, was uns das Spiel dann ja, wie gesagt, gleich auftischen wird. Hoffentlich einen epischen Kampf gegen einen starken, aber besiegbaren Gegner. Das wäre mein Wunsch. Ohne dass ich jetzt irgendwie 10 Versuche brauche und euch dann mit meinem Gezähler wieder langweile. Denn das wird dann auf jeden Fall kommen, ne? Wenn ich hier 1000 Tote sterbe. So. Wir müssen natürlich bis dahin, also wir müssen nicht, aber wir können natürlich bis dahin halt jede Menge Mobs noch töten. Das werden wir auch tun. Jetzt komme ich hier gerade nicht weiter. Was ist hier los? Falsch gelaufen. Oh, Level up. Sehr schön. Das bedeutet, dass wir wieder Zodiac-Punkte bekommen, die wir verteilen können. Und auch sogenannte Trade Points. Und die wir natürlich auch für den Skillbaum brauchen. Die wir uns dann zunutze machen können. So, jetzt klatschen wir erstmal die Gegner weg. Mein Lightning Rune Knight, das wollte gerade sagen, der wollte wohl nicht kämpfen. Er wusste, dass er beim nächsten Schlag schon tot ist, hat es dann einfach gleich komplett gelassen. Traurig aber war. Oh, ich muss ja weg. Ich komme nicht weg. Eingekesselt von Gegnern. Ja, und ihr seht schon, ein Haufen Achievements, Achievements, die man freischaltet. Einen Haufen Belohnungen. Also das war ja das, was ich auch schon in der letzten Folge erwähnt habe, dass Undecember da sehr großzügig ist, was die Belohnungen und Motivation des Spielers angeht. Also da macht das Spiel schon echt viel richtig, ohne irgendwie aufdringlich zu sein oder dass man jetzt ja spezielle Dinge irgendwie schwierigst erledigen muss. Das geht alles so nebenbei quasi. Das ist halt wirklich gut gemacht. Da gibt es andere Spiele, die ich auch schon gespielt habe, wo das einfach viel, viel schwieriger ist, an Belohnungen zu kommen, weil die an bestimmte Dinge geknüpft sind oder man bestimmte schwierige Dinge erledigen muss. Hier, wie gesagt, Undecember ist da schon ein bisschen verzeihlicher. Wie gesagt, hier passiert das Ganze alles so ein bisschen ja, nebenbei mit. Das ist das Gute an diesem Spiel. Was haben wir hier bekommen? Einen neuen Bogen. So. Und hier wartet wahrscheinlich jetzt gleich der Hühnererschrecker, ne?
Yes. So, Freunde, jetzt würde ich sagen, gehen wir rein in den Baptist Room. Och, ich bin gespannt. Ich bin einfach nur gespannt, was uns jetzt erwartet. Okay. Das ist eine Missgeburt. Krasses Vieh. Macht wahrscheinlich wieder einen Höllen-Damage. Oh, warte mal. Stopp, ich muss mich erstmal wieder komplett einbuffen hier. So, jetzt können wir ja loslegen, Freunde. Hello. So, das ist er ja. Der Aktivierboss. Würde ich jetzt mal vermuten. Man sieht schon, er bekommt relativ wenig Damage, also... Was haben wir denn hier? Ich weiß gar nicht, ob das hier ratsam wäre, jetzt hier das Zeug irgendwie kaputt zu machen. Dass hier irgendwie eine Bewandtnis hat. Bei manchen Bossen muss man da schon mal ein bisschen aufpassen hier. Wahrscheinlich explodieren die Dinger dann irgendwann und machen dann hier so, genau, irgendwelchen sinnlosen Schaden an einem. Okay, also bis jetzt ist der Boss auch noch recht verzeihlich. Aber ich kann euch sagen, meistens ist es so, dass praktisch die Angriffsmuster dann schon nochmal etwas variieren. Das heißt, wenn man den Boss dann irgendwie halb down hat, geht es dann meistens nochmal richtig los hier. So, wir zünden mal hier unseren Trank, dass wir ein bisschen mehr Schaden machen, wie man sehen kann. Das sind die kritischen Treffer. Ja. Dann auch richtig gut. Sehen wir jetzt gerade über 3000 an Schaden. Und das nur durch den Trank, den ich mir jetzt quasi einverleibt habe. Den Trank, der ein bisschen den Schaden pusht. Man kann sehen, da macht meine Begleiter relativ schnell down, aber ist nicht schlimm, die kann ich ja quasi zu jeder Zeit wieder beschwören. Was mich gerade so ein bisschen stört, ist, dass meine Begleiter immer so auf diese komischen Dinger hier draufhauen. Oh, jetzt ist er mutiert. Alles klar. Oh. 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 Ja, das ist das, was ich meine. Ne? Also jetzt wahrscheinlich gerade so zweite Phase hier vom Boss und zack, da geht es dann auch schon los. Ne? Oh, der macht guten Schaden. Also hier mit diesen AOE-Bereichen sollte er uns nicht unbedingt treffen. Blöd ist das, wenn ich jetzt auf die, doch, wenn ich auf die Ads schieße von dem, dann treffe ich den, glaube ich, auch, ne? Dann lauf doch einfach mal weg. Ich komme immer auf diese scheiß Auto-Attack drauf. Entschuldigung für den Ausdruck gerade. Ich nehme noch mal den Trank hier. Jetzt habe ich irgendwie diese blöde Auto-Tech drin und ich weiß wieder nicht mehr, wie ich sie rausbekomme. Das ist nervig. Aber egal. Muss halt auch so gehen jetzt. Drauf hier los. Ja, wie gesagt, blöd halt, wenn ich meine Ads beschwöre. Also meine Abisslinge, die kämpfen erstmal gegen diese kleinen Dinger hier. Das ist natürlich ziemlich kacke. Und das Blöde an der Auto-Attack ist, also mit Auto-Attack meine ich einfach, dass ich eigentlich gar nicht die rechte Maustaste drücke und mein Char trotzdem angreift. Da gibt es irgendwie einen Knopf, wo man das ausstellen und anstellen kann. So eine Art Komfortfunktion, wahrscheinlich, wenn man jetzt so an die Mobile-Spieler denkt.
Mich nervt es halt, ich will es eigentlich gar nicht so, weil ich dann das Problem habe, dass ich meine Begleiter nicht immer so beschwören kann, gleich wie ich das gerne möchte, weil dann immer so ein Auto direkt dazwischen hängt und ich dann immer so einen Bruchteil einer Sekunde habe, wo ich halt jetzt zum Beispiel eben, ja, meine Begleiter nicht gleich beschwören kann. Das ist doof. Aber wir kriegen den schon irgendwie down. Kann mich ja noch ein bisschen wiederbeleben. Ganz so viel Leben hat er ja nicht mehr. Und wie gesagt, die Erbisslinge, die sind schnell down, aber die machen halt extrem guten Schaden. Gute Nahkämpfer, aber halt auch nur, weil ich die eben so gut, ja, mit Linkrunen quasi versehen habe. Diese AOE-Felder machen ganz schön Schaden. So, den Lightning Rune Knight beschwören. Da kommt er schon. Also ihr seht schon, ein auch nicht ganz so einfacher Bosskampf aus den AOE-Bereichen. Wie gesagt, muss man auf jeden Fall rausgehen, ansonsten ist man instant down. Das haben wir jetzt gesehen. Ansonsten sieht der Boss auch ganz cool aus mit seinen Attacken hier. Diesen langen Arm, den er da macht. Aber gleich ist er down. Gleich ist er down. Komm, fall, 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 fall. Yes. Sehr schön. Ja, kotzt dich ruhig mal aus hier. Tja, den Anhänger nehmen wir natürlich gern mit, ne? So, das lassen wir natürlich kurz laufen. Sammeln wir erstmal alles ein hier. Sogar mal was Grünes bekommen. Ja, wunderbar. Also haben wir jetzt den vierten Akt dann auch endlich abgeschlossen in Undecember. Sollen ins Sanctuary gehen. Das geht natürlich gerade wieder mal nicht. Ja, per Schnellreise muss ich jetzt wieder zum Portal laufen. Das erspeichere ich jetzt erstmal. Das mache ich dann erstmal alleine und würde sagen, ja, starten wir in der nächsten Folge dann in den fünften und wahrscheinlich letzten Akt in Undecember. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ihr könnt mir ja, wie gesagt, immer wieder mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Undecember gut findet, ob das ein Spiel wäre, was ihr spielen würdet. Soll, wie gesagt, dieses Jahr noch bei uns erscheinen. Wird dann auf jeden Fall free to play sein. Also auf jeden Fall ratsam, da mal reinzuschauen. Und wie schon in der letzten Folge, was ich da erwähnt hatte, wenn ihr Tipps habt bezüglich solcher Spiele, ja, die ich vielleicht noch nicht kenne, gerne auch mal das in die Kommentare schreiben. Nun freue ich mich natürlich über den Daumen nach oben, wenn euch die Folge gefallen hat und über ein Abo vielleicht, wenn ihr Lust habt, aktiviert auch die Glocke dazu. Dann bekommt ihr nämlich immer eine Benachrichtigung, sobald hier ein neues Video online geht. Und jetzt sage ich erstmal wieder danke fürs Reinschauen. Bis zur nächsten Folge. Undecember, macht's gut. Ciao, ciao.